Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch bei der brennenden, total verrückt verbrannten Brücke. Mit dem kaputten Weitwänden und so weiter. What can I do? Absolutely. Jetzt müssen wir uns aber erstmal um die Flammenjungs hier unten kümmern. Wait. Look there. Ah, hinter der von Pulverfässern, gegen die zu kämpfen, ist allerdings nicht so schön. Vor allem, wenn die Pulverfässer in die Luft fliegen. Irgendwer beschwört ja einen Meteor. So, mach bitte den Bogenschützen tot. Ach so, die heil dich. So, Belle Fenrir wieder. Das könnte etwas unschön werden. Und Fenrir, stell dich am besten gleich tot. So, hier sieht das Ganze schon viel besser aus. Vielleicht ein bisschen buffen, könnte helfen. Das war, glaube ich, der falsche Buff, oder? Nein, hat nur Xoti getroffen. Okay, da das hier so nervig wird, holen wir uns noch mehr Unterstützung. Vor allem, weil der brennende Bogenschütze dann nervt. So. What can I do you for? Alle tot. Yes. Na, das ging voll daneben. Okay. Yes. Adolf, versuch du mal dein Glück. So, dankeschön. Yes, indeed. Oh, wir können hier weitergehen. Ah. Und da ist eine wandernde Seele. Also wohl ein Stück von Whitewind. Ein bei der Explosion von Whitewind getrennter später Seelenenergie klappert sich fieberhaft an einen Augenblick in einem längst vergessenen Leben. Die Seele lesen. Du hast deine Beine über den Rand eines Docks hängen lassen. In der Dunkelheit vor der Dämmerung edelt die See einem Spiegel aus polierten Obsidian. Dein Vater kam mit ein paar Angelruten zu dir. Damals war er so groß wie ein Berg. Er erwartet, dass du mittlerweile im Boot und bereit wärst. Was hat dich so abgelenkt? Weitwind nachsprechen. Vater, würde der Morgen auch kommen, wenn Eotas nicht da wäre, um ihn über den Horizont zu ziehen? Er seufzte. Eine dumme Frage. Eotas ist die Morgendämmerung. Seine Abwesenheit wäre der Tod allen Lichtes. Du bist alt genug, dass das offensichtlich ist.
Was geht dir wirklich durch den Kopf? Dein Vater kennt dich gut genug, um diese offensichtliche Ausweichung zu durchschauen. Weit wenn nachsprechen, weit wenn nachhaben. Würde das Leben nicht auch ohne die Götter weitergehen? Weit wenn nachsprechen. Wir bestellen den Acker und wir sehen die Saat. Und doch danken wir Eotas allein für die Ernte. Bevor du den Gedanken zu Ende denken konntest, fielen die Angelruten zu Boden und dein Vater hat dich hart genug geschlagen, dass du nach vorne in den See gefallen bist. Dein Mund öffnet sich zu einem Schrei, der schnell vom kalten Wasser erstickt wurde. Er bellte, dass die Götter Dankbarkeit verdienten und nicht den treulosen Glauben eines unwissenden Kindes. Du solltest Eotas für die Ernte und die Morgendämmerung danken. Stolz macht dich nur selbstgefällig. Du warst noch nie ein guter Schwimmer. Als du nach verzweifeltem Stampeln endlich wieder auftauchst, war dein Vater bereits in die Mitte des Sees gerudert, um allein zu sein. Du wusstest es besser, als ihm nachzurufen und ihn beim Angeln zu stören. Du hast am Ufer gesessen und, auf seine Rückkehr gewartet. Als die Sonne am Horizont aufging, hast du dich nicht für die Wärme bedankt, die sie brachte. Du wolltest dich an die Kälte erinnern. Was hast du da in there anyway? Du eigentlich da drin gesehen? Echte Neugier bereitet sich auf Edeas Gesicht aus, als er dir in die Augen blickt. Weitwin und sein Vater hatten ein paar heftige Auseinandersetzungen wegen des Glaubens. Seltsam ausgerechnet an so etwas zu denken im Moment, bevor man in Stücke gerissen wird, oder nicht? Naja. Wahrscheinlich dachte Weitwin daran, wie dankbar er Eotas jetzt sein muss, damit er in Stücke gerissen wurde. Oder dass er in Stücke gerissen wurde. So, wir haben das erste Fragment. Ich glaube, das letzte kriegen wir hier bei Weit, wenn wir die restlichen haben. Das sind wahrscheinlich wieder 4 Stück. Die Brücke in Flammen. Ja, ich fand mich in einem Tab von Rimmer ganz reich wieder ein Abbild der Brücke von Evon de Vere, dem Ort von Eotas Zerstörung durch die Götterhammerbombe. Wenn ich mir Unterstützung sichern kann, könnten die Geistlichen mir gegen Nerissias helfen. Untersuche die Brücke. Die Brücke von Evon de Vere ist nicht zufällig hier. Jemand oder etwas hat diesen Ort im Jenseits fest eingefroren, im Moment vor der Verwüstung. Der Kampf, der Explosion der Götterhammerbombe vorausging, wurde in der Zeit eingefroren. Weitere Erkundungen könnten den Grund dafür aufdecken. Die Seele des heiligen Weitwind scheint in einem Kreislauf gefangen zu sein, in dem die Umstände seines Todes endlos durchlaufen werden. Die Explosion der Götterhammerbombe hat Weitwinds Seele zerrissen. In diesem Zustand kann er nicht richtig denken, geschweige denn mir helfen. Eotas zu... mir fällt jetzt gerade erst dieser Riss hier auf, aber der wandert mit. Eotas zufolge wird Weitwinds Sonnenuhr ermöglichen, zwischen den Augenblicken der Explosion hin und her zu reisen. Um das zu tun, muss ich ihn nur im hellen Lichtstrahl stehen und das Rad auf die gewünschte Zeit einstellen. Vielleicht kann ich das benutzen, um die Teile von Weitwinds Seele einzusammeln. Ich fand die Erinnerung an die Beschwörung in deinem Turm. Ich kann sie nicht lesen, aber die Worte könnten für jemanden in diesem Reich wichtig sein. Ja, ich fand die Priesterin, das hatten wir schon. Ein Fragment von Weitwinds Seele zeigte eine schwierige Kindheit mit einem dominanten Vater. Ja. Gut, dann drehen wir jetzt wieder auf die Sonnenuhr, auf die Morgendämmerung. Damit wir der Seele da das Buch geben können. Und wenn wir das getan haben, gucken wir uns den Mittag an. Der Mittag muss zwischen der Stelle und der Explosion sein. Ja, der Augenblick davor. So, Priester. Hi. You've got to remember the incantation. Don't forget. Don't let it go. Du musst dich an die Beschwörung erinnern. Vergiss das nicht, lass sie nicht los. Die Erinnerung an magranitische Beschwörungen geben. Ich glaube, du suchst nach dem hier. Sobald das Buch in Kontakt mit dir kommt, hört es auf zu existieren. Es ist in ihre Erinnerungen übergegangen. Du fühlst, wie die Essenz der Priesterin mit Leben und Stärke anschwellt. Ja, du hast einen Gegenstand verloren. Erinnerung an magranitische Beschwörungen. I,
Of course. Simple. How would I forget a thing like that anyway? Ich, natürlich, einfach. Wie konnte ich das überhaupt vergessen? Als sie mit der Beschwörung beginnt, verstehst du, wo und wie die Bombe versteckt war. Angesichts dieses Wissens fühlt es sich an, als wenn tausende Augenpaare gleichzeitig deinen Fortschritt beobachten. Die Illusion verschwindet unter ihren aufmerksamen Blicken. Das ist wirklich eine Bombe, ey. Was haben wir gelernt? Ich gab der Priesterin eine Beschwörung und deckte so den Standort der Bombe. Indeed. Die Hitze von Margarets Feuer versenkt dein Gesicht, als du dich der Götterbombe näherst. Die bereit scheint jeden Augenblick hochzugehen. Unter Schichten von Kupferverkleidung, Zaubersprüchen und flüchtigen Materialien spürst du ein Fragment von Weidwinds Seele. Es greift in blinder Verwirrung nach dir. Ein Adrasplitter, dünn wie ein Pergament, wurde in eine mit Stacheln gespickte kupferne Falle gesteckt. Wenn ein Essenz durch den Adra geleitet wird, schnappt die Falle zu und schließt einen Kreislauf. Man müsste unglaublich sorgfältig vorgehen, um die Seele zu extrahieren, ohne die Bombe auszulösen. Zur Seite treten. Ich speichere hier erstmal lieber. So, die Seele, die Bombe. Du erweiterst deinen Willen ins Innere des Mechanismus und erforscht ihn, bis du das Fragment von Weidwinds Seele findest. Du ziehst kräftig an ihr. Die Bombe reagiert sofort. Die beweglichen Teile kommen aufeinander zu und geben eine drückende Hitze ab, die dich hinfortdrückt, bis deine Welt in Flammen gebadet ist. Ah, ich bin wieder hier. Aber hier ist auch ein Teil von Weidwinds Seele. Ein zerschüttetes Fragment von Weidwinds Seele hängt an diesem Ort und gedenkt für immer eine Erinnerung von Schuld und Scham zerfressen. Lesen. Dein Vater hat vom Krankenbett aus nach dir gegriffen und mich mit seinen verkümmerten, skelettartigen Fingern am Handgelenk festgehalten. Du hast diese Krankheit oft genug gesehen, wie sie sich in der Kolonie ausgebreitet hat, um zu wissen, dass er nicht mehr lange durchhalten würde. Es war ein Wunder, dass er überhaupt so lange am Leben geblieben ist. Sein Atem fiel ihm schwer, seine Stimmung war rau, aber sein Blick war wachsam und voller Fragen, die nur du beantworten konntest. Weidwind nachsprechen. Ich werde mich um den Hof kümmern, wenn du nicht mehr bist, und darauf achten, dass er in der Familie bleibt. Sorge dich nicht um Mutter, sie wüsste nicht, was sie mit so viel Freizeit anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn nachsprechen, nehmen wir mal. Er schüttelt den Kopf und behielt seinen Griff bei. Seine Lippen und Nasen waren vom Vorlasshusten verfärbt. Eine Seuche, die seinen Schleim lila färbt. Auf dich wirkte es wie das verschmierte Gesicht eines schlecht geschminkten Schauspielers. Er fragt den keuchenden Flüstern, ob du dem Glauben treu geblieben warst. Weil wir nachsprechen, die danke Eotas noch immer für die Ernte und die Morgendämmerung, genau wie du es mir beigebracht hast. Er nickte zufrieden, dann aber griff er dein Handgelenk fester, als ein weiterer Hustenfall ihn ereilte und er sich zu einem Ball zusammenkrümmte. Weil wir nachsprechen, und ich werde ihm für die Abenddämmerung danken, wenn sie sich über dir ausbreitet, Vater. Oh. Der Hustenanfall verging langsam, als dein Vater dich voller Schock mit weit aufgerissenen Augen ansah. Seine Hand wegziehen. Du hast mich in der kalten Morgendämmerung allein gelassen. Jetzt kannst du dich für das Schwinden deines Lebens bedanken, und zwar alleine. Weil wir nachahmen. Ich brauche deinen Vater, keinen Priester. Du warst für mich nichts von beidem. Lebe wohl. Ohne ein Wort gehen. Nehmen wir mal die 1. Du hast dich langsam von dem Krankenbett entfernt, das bald zu einem Sterbebett werden würde, und die Tür leise hinter dir geschlossen. Dann bist du von der Schwelle getreten, um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen. Was hast du da drin gesehen? Echte Neugier breitet sich auf Edas Gesicht aus, als er dir in die Augen blickt. Weidwind hat seinem Vater nie vergeben. Das ist eine schwere Bürde. Dialog beenden. Gut, wenn wir schon mal hier sind, kehren wir jetzt mal zum Mittag. Als du die Sonnenuhr umstellst, verändert sich das Licht um dich herum und der Boden erzittert unter deinen Füßen.
Dann gucken wir uns mal den Augenblick selber an.